Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Zwillinge Ron und Marc von Dat is Fisch. Wir sind heute auf dem Weg nach Kaltenkirchen zu einem sehr großen Angelladen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Ja, das haben wir jetzt hier 7.50 Uhr, ein bisschen früh. Der macht ab 9 Uhr auf. Da wollen wir uns mal so ein bisschen eindecken für unsere erste Angeltour. Wir angeln schon von klein auf an, haben aber noch nicht den Angelschein. Bisher immer nur noch mit dem Touristenfischereischein immer gekauft. Und jetzt, seit ein paar Tagen, sind wir stolze Besitzer eines Hamburger Fischereischeins. Ja, wir brauchen natürlich noch ein paar Utensilien. Wir haben bis jetzt nur noch die Standardausrüstung gehabt. Das heißt, wir kaufen eine komplette Angel für Touristen ohne großartige Erfahrung, haben einiges an diesem Kurs gelernt. Haben auch in der Vergangenheit viel verkehrt gemacht. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir uns da Neues zulegen können. Ja, auf geht's. Begleitet uns dabei. Es wird spannend. So, wir sind natürlich viel zu früh da. Es regnet. Und dann wollen wir uns erstmal schnell noch mal frühstücken noch ein bisschen, mal gucken, was es hier so gibt. Es wird doller. So, dann mal los. So, let's go. Wir sind gestärkt. Jetzt geht's los. Auf geht's. Starten wir. So, was brauchen wir jetzt noch? Ein Unterfangkescher und ein Spundfangkescher. Meine Güte, das ist hier wie im Schlaraffenland. Wie ein kleines Kind im Süßwarenladen, was nicht weiß, was es nehmen soll. Was es nehmen soll. Und? Ron? Der ist gut. Ich glaube, der sieht auch stabil genug aus. Schön gummiert. Groß, schön. Ja, gute Reichweite. Das sieht gut aus. Ich denke. Mal gucken. Die Auswahl ist wirklich riesig. So, wie sieht's aus, Ron? Ja? Wie sieht's aus? Ich bin ganz klar noch bleiben. Was sagt der Einkaufswagen? Ich bin lieber auf. Das wird immer teurer. Oh, oh, oh.
Wir sind wieder draußen, völlig überfordert, mit viel Geld ausgegeben heute. Es war Wahnsinn. Es war absolut der Hammer. Mega. Kommen wir auf jeden Fall wieder gerne her. Aber man muss sich vorher eine Liste machen, sonst geht man einmal durch und will alles im Wagen haben. Und letztendlich bist du zu Hause und hast nichts, was du eigentlich wolltest. Ganz genau. Es war spitze. Wunderbar. Mega, mega, mega. Aber mit Kopfschmerzen überfordert einfach. Ne? Da springen die hinten. Guck mal. Guck mal da hinten dran. Da, das springt. Auf der falschen Seite. Vielleicht geht er noch mal drauf. Jetzt mag er ihn nicht mehr. Guck mal, wir haben den Schwanz abgewissen. Nein. Dass er wisst, ja. Schwanz ab. Und Ron, wie sieht's aus? Irgendwie noch nicht ganz so optimal. Aber wir arbeiten daran. Eine Posenroute stehen. Ich versuche mein Glück. Hast du noch mal ein leckeres Würmchen für mich? Würmchen hier in der Dose. Heute sind wir hier an der Bille. Heute morgen schon früh aufgestanden und versuchen mal heute unser Glück. Jetzt sah es nicht so gut aus. Von? Der Neptun-Gott ist bei uns nicht gnädig heute. Ja. Aber was nicht ist. Mal zum Angelgerät. Ich fische mit einer Baitcast-Route. Baitcaster-Route? Ist heute das erste Mal. Wir haben gar keine Ahnung. Ich halte es lieber traditionell. Oh. Spiss? Petri. Ein Borsch. Kleiner, aber einer. Danke. Oh, voll geschluckt, der kleine Mann. Ja. Zeig den guten noch mal kurz. Der ist natürlich zu klein und muss wieder rein. Den kleinen noch mal. So, aber jetzt schnell wieder rein.
Nee, wir wollen ja noch einen großen haben. Der Marco. Radrennsport haben wir heute hier. Weite ist ja gut, ne? Wenn man so kommt mit der Weltklasse, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Ja. Das war's, ihr Lieben. Leider hat es heute nicht geklappt mit dem Fisch. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, aber heute war irgendwie der Wurm drin. Woran es letztendlich gelegen hat, keine Ahnung. Marc, hast du vielleicht eine Idee? Falsches Wetter. Das wird der Witz gewesen sein. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten und würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst oder uns sogar abonniert und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es heißt, das ist Fisch.